Es läuft fantastisch. La 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 la. Aha, warte mal, ich muss da noch zuerst da. Ja, der Bojan ist eben eigentlich eine Taube. Ja! Ja, herzlich willkommen! Herzlich willkommen zum neuesten Podcast, Nummer 31. No. 32. Yes. Wirklich? Yeah, 32. Habe ich gut geschätzt. Hey, respect. Ah? Wir können uns auf die Schulter klopfen. Komm, ich klopfe mal. Sehr schön. Ich hoffe, ihr habt die letzten 3 Wochen ohne uns gut überstanden. Ich hoffe, ihr habt die letzten 31 Podcasts bereits gesehen. Wenn nicht, wir warten jetzt, bis wir es nachgeholt haben. Ich könnte es auch nachher noch machen. Ja, okay. Heute noch. Ja, einfach. Und bei jedem raten und liken und sharen natürlich. Genau. Heute haben wir ein bisschen philosophisches Thema, würde ich sagen. Fotografie und im Sinne Einflüsse auf Kultur, Popkultur und so. Ja. Oder respektive einfach in der Lauf der Zeit, oder? Genau. So quasi. Und die Idee ist so gewesen, oder? Wir suchen uns ein paar Fotos raus und schauen, so ein bisschen, wie die sich auf Kultur ausgewirkt haben. Und du hast dann eine coole Webseite gefunden, die uns die ganze Arbeit enorm erleichtert. Yes. Und darum machen wir heute so ein bisschen Freestyle, also mehr oder weniger. Genau. Ursprünglich habe ich mal so das Thema angedacht, weil ich mich gefragt habe, wären echt all die Stars von damals und von heute, wären die wirklich Stars ohne Fotografie? Was meinst du? Auf keinen Fall. Nicht, oder? Schwierig. Also weißt du, so Filmstars und Musicstars. Ich glaube, die richtig, richtig gross rausgekommen sind, die haben schon Fotografie und Fernsehen und vielleicht sogar Film müssen benutzt, um noch populär zu werden. Zum Beispiel der Elvis. Also wer hat der nicht neue Filme auch noch gespielt und so? Ja, eben. Also ich finde, dass ich kann wie keine Antwort auf das können haben. Mich nimmt es Wunder, was denken ihr? Werden zum Beispiel Muhammad Ali auch ohne Fotografie noch so gross? Oder sogar noch grösser? Ja. Mike Tyson? Oder sonstige Sportler? Oder eben Stones und Beatles und all die, die man so kennt, oder auch, ich meine auch, was wäre die Industrie ohne Fotografie, weißt du, so Werbung und Mode und all so Zeugs. Das ist ein gutes Stichwort, ja. Hm? Ja, dann springen wir, hast du noch... Ich habe noch schnell etwas kleines Newsics, News. Und zwar von einem absoluten Lieblingsfotograf von mir, die eine, also nicht, dass ich ihn persönlich kenne, aber ich kenne ihn schon ein paar Jahre. Kennt er dich persönlich? Wahrscheinlich. Für die, die ihn nicht kennen, googelt mal oder geht mal auf joeyl.com. Der Joey L. ist ein junger Fotograf aus, also er ist glaube ich jetzt so ungefähr 6, 27 oder so. Ich kenne ihn, seit er etwa 2, 23 ist. Und ist ein junger Fotograf aus Kanada. Und er ist eigentlich berühmt worden, oder bekannt worden, sagen wir mal so. Er hat schon immer selber seine eigenen Projekte finanziert, vorfinanziert und ist dann aufgrund von dem, weil die so unglaublich gut rausgekommen sind, eigentlich bekannt worden und hat für das dann wieder Aufträge bekommen für andere Sachen. Und die hat er aber immer nur gemacht, weil er wieder Geld hat wollen für sein nächstes Projekt, das er schon hat wollen machen. Und aktuell ist er jetzt in den Kämpfer gegen den ISIS, also gegen den ISIS quasi, porträtieren.
Sprich, da ist er bei kurdischen Kämpfern und so weiter. Und das Spezielle an dem Ganzen sind nicht unbedingt die Fotos, obwohl die Fotos auch sehr, sehr schön sind, sondern er hat alleine mit sich und seinen zwei, drei GoPros, die er hatte, hat er eigentlich einen Doc-Film gemacht, was er dort alles so erlebt. Und vielleicht können wir schnell in den Trailer hineinschauen. Es ist wirklich, ja, sehr speziell, sehr empfehlenswert. Das Schöne ist, der ganze Doc ist eigentlich, also der ist gratis. Was er natürlich dann verkaufen will, sind seine Bilder und auch das Buch. Ich tue euch das hier verlinken. Ihr kommt ein bisschen mit über, wie er es fotografiert. Und er hat auch schon einen Haufen andere so Dokumentationen gemacht. Ursprünglich habe ich auch wegen dem nämlich einmal bin ich auf ihn aufmerksam geworden, weil er in Indien ist fotografieren. Und dort dann so indische, wie sagt man denn? Gurus. Nein, weißt du, die. Nicht Humus, Gurus. Weißt du, die. Wo da nur da sitzen und quasi die Mönche, die eigentlich nichts machen, außer über das Leben philosophieren und nachdenken. Sind das Gurus? Ist fotografieren und. Nein. Doch. Nein, das Hindus. Hindus, ja, sind Hindus. Sind nicht Gurus, sondern. Ja. Oder schon? Nein, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, zieht euch das rein, ich tue uns verlinken. Es ist der Hammer. Schaut euch das an. Die Dokumentation geht eine Stunde, es sind drei Teile. Es gibt dann auch kürzere Varianten, 12 Minuten. Und eben der Trailer, 2 Minuten. Yeah, that's it von meinen News. Gut. Ja, dann. Zeigen wir doch mal die coole Seite, oder? Yeah. Wolltest du übernehmen? Soll ich übernehmen? Yes. Also es geht jetzt vor allem eigentlich um Bilder, wo die Welt, das Weltgeschehen ein bisschen beeinflusst haben, oder ja. So, das wär's da. Jawohl. Das ist die Webseite vom Time Magazine, die ich hier gefunden habe. Jetzt ist das so ein bisschen nicht sortiert. Darum gehe ich jetzt mal. Ich tue noch gerne so ein bisschen sortieren. Ja, sortieren. Das kennen wir da noch. Das da. Das ist ja relativ frisch, 2014. Das ist schon so alt. Ja. Krass. Aber gehen wir doch zurück. Ja, gehen wir mal einen Anfang. Vielleicht nicht ganz so weit zurück. Gut, ich habe Bilder. Ich habe da ein Foto gefunden, das. Ist das der Herr Eisenhower? Ah nein, der Lincoln. Das ist der Herr Lincoln. Was eben auch noch cool ist auf dieser Website, man kann dann nachher die Fotos anklicken und dann geht noch ein extra Artikel auf und bei vielen hat es auch noch unten durch dann noch ein kleines Mini-Doc-Filmchen, was sehr cool ist. Ohne, dass ich das gelesen hätte, gehe ich mal davon aus, dass sie irgendetwas zu seinem bezaubernden Lächeln schreiben. Vermutlich, ja. Nein, wie man sieht, mal, Lächeln war noch kein Thema beim Fotolen. Gut, vielleicht hat er auch zwei Jahre, also nein, sein Lächeln zwei Stunden lang müssen dort stehen, bis es fertig abfotografiert war. So. Sein Lächeln ist eben aus Eisen gehauert. Das ist aber nicht Eisenhauer. Ja, ich weiß. Sein Lächeln ist aus Lincoln-t. Gelinkelnd. Oh, das kennen wir, das kennen wir. Das? Ja, kennst du das nicht? Nein, das kenne ich nicht, aber ist klar, was es macht. Ja, das ist eben das erste Mal, wo man hat können, aufgrund von der Fotografie zeigen, Abläufe zeigen. Also da hat man eigentlich Highspeed-Fotografie gemacht quasi. Das haben wir doch schon mal angesprochen in einem Podcast. Das haben wir mal als Beispiel gehabt. Das Foto? Ja. Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Story gegangen ist, aber jemand hat das bei dem in Auftrag gegeben, weil er wollte wissen, wie das genau funktioniert. Mhm. Und der hat dann das ist super. Kameras in verschiedenen Abständen glaub, aufgestellt und die irgendwie miteinander dann abgeführt. Und dementsprechend hat er dann nachher pro Kamera ein Foto gehabt und hat dann können aufzeigen, quasi, wie das funktioniert, dass das Pferd so läuft. Ein Ross. Ein Ross. Das war quasi so der Startschuss von Henri Cartier-Bresson, wo ja, für die Strassenfotografie, also das ist eigentlich auch ein grosses... Ja, er hat Strassenfotografie revolutioniert. Niemand hat so viel sich überlegt, glaube ich. Also Street Photography, ja. 1932 war das. Krass. Ich meine, das wird heute noch als
Referenz genommen, zum Teil vor. Schon? Ja. Du musst dich eigentlich messen. Ich kann reinklicken, dann wird es grösser. Oh ja, click to expand. Aber jetzt übergebe ich an dich. Klickst du dort, klicke ich da. Bam! Bam! Wer jetzt erwartet, bereits 1932 ist die erste Foto entstanden. Von einer Hand. Das erste Foto vom Loch Ness Monster. Ja, eine Hand. Nein, das beweist, der Loch Ness hat. Also das Loch Ness Monster. Wobei es sieht ein bisschen klein aus da, ne? Tja. Ist halt, wenn es ein Arm ist. Wichtig ist eben nur der Arm vom Loch Ness Monster. Was ist das Nächste? Ah, das da ist natürlich auch krass. Ja. Das Hindenburg-Desaster. Hey, ich meine, das ist ja auch ein Foto, das unglaublich war für die Zeit. Auch, dass du es so angekriegt hast. Und dass du es so verwünscht hast. Gibt es nicht sogar einen Film noch? Zu dem Zeppelin-Geschichte. Doch, doch, einen neuen Film. Gibt's? Aha, ich habe einen alten gesehen. Also, gibt es einen alten? Ich habe gemeint, es gäbe einen neuen. Nicht mit dem. Wie heißt der Typ von Wolf of Wall Street schon wieder? Mit dem Titanic-Mann, ja, genau. Ah, der Churchill. Das oder? Mal, ja. Der Churchill. Schon, also, die Qualität hat schon massiv zugenommen, im Vergleich zum. Sehr, ja, aber ich meine jetzt eben all die Nummern, oder? Wie die Präsidenten und sonstige. Mhm. Ist schon krass, wie viel, dass wir eigentlich auch. Eben, wenn wir jetzt die Bilder schauen, oder? Du kennst es trotzdem. Und wir sind ja überhaupt nicht in dieser Zeit gross geworden, oder? Ist also, so, ja. Wobei, wenn ich es jetzt überhaupt nicht wüsste, wüsste ich vielleicht auch nicht, dass es der Churchill ist. Also, so, wenn ich gar keinen Ansatz habe, dann. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel dort würde hocken, Jogginghosen und so, vielleicht mit 3 Tagen Bart, ich glaube, ich würde nicht wieder erkennen. Okay. Bist du ready? Ich bin ready. D-Day 1944. Robert Capa. Das ist auch noch so das Kriegsbild, das, glaube ich, recht krass die ganze Welt verändert schon 44? Hat. Nicht? Bam. Bam, schon 44, ja. Das nächste kennt man auch, das ist auch vom Robert Capa, das, was du jetzt dort, oder? Das dort mit der Fahne. Das fehlt mit der Fahne, es hat 2. Das rechts. Ja, da müssen wir fast jedes nehmen. He? Ja. Die sind irgendwie. Gib's mal. Bam. Ja, wir haben das erste Mal. Nein, das. Ich bin mir jetzt nicht sicher, haben wir das erste Mal. Das ist doch das, was gestellt ist, nicht? Es sind eben eigentlich. Von diesen Fotos sind viele gestellt, weil. Es wäre hier in dem Moment irgendwie zu gefährlich gewesen und man hat auch nicht gerade vorne dabei gehabt und so weiter. Ja. Click to expand. Ah, du meinst das nächste Fahnenfoto auch? Ich glaube, das ist in Japan, oder? Motamis. Ist das? Nein. Das. Nein. Oh doch, Iwo Jima, oder? Iwo Jima. Ist das gewesen? Das war wahrscheinlich eine japanische Insel, die sie erobert haben oder so. Auch das Foto ist um die Welt. Es hat die Welt beeinflusst. Aha. Ich habe nochmal das Nächste drauf. Bam. Bam. Da kennst du dich mehr aus als ich. Ja, das ist Berlin. Die Berlin. Rote Armee, die dort quasi Berlin erobert hat. Aber das ist auch wieder so ein Foto, wo ich bin mir nicht sicher, eine Woche später oder sogar noch viel später entstanden ist, weil ja. Also gestellt. Ja, das, also gestellt eigentlich also nicht. Staged. Aber der Punkt ist, das ist, glaube ich, nicht der Einzug von der russischen Armee, also von der Roten Armee, sondern das ist nachher, wo sie Parade haben, ein paar Tage später oder irgendwie so. Also da ist, wird nicht mehr gekriegelt. Das ist so. Mhm. Ja. Was glaubst du, was hat das Bild für Auswirkungen gehabt, wenn du zu dieser Zeit dort gewohnt hast oder so? Ich meine, das ist heftig, oder? Ich. Das ist ja lustig, die zwei Bilder da. Warte, vielleicht, warte. Ich kann das gerade noch. Ich kann das gerade noch neben da nicht tun. Ja. Zack. Bam. Bam! Die zwei. Wieso ist mein Bild kleiner? Ich glaube, die haben auf die ganze Welt und die Auswirkungen gehabt. Vielleicht ist es auch kein.
Zufall, dass die zwei fast gleichzeitig relativ ähnliche Bilder rausgebracht haben, oder? Weil die Russen stehen für die Sowjetunion für den Kommunismus bzw. Sozialismus, Marxismus, und das andere steht wirklich für die freie Marktwirtschaft, oder? Und wer gewonnen hat? Ja, so frei man halt kann sein, wie wir im letzten Podcast gelernt haben. Ja, also nicht wir sind frei, eben, ja, sondern die Regierung. Firmen sind immer frei. Ja, ja, und ich glaube, die Amis haben nicht so ein gutes Gefühl gehabt, was sie das gesehen haben, und die Russen haben vielleicht nicht so ein gutes Gefühl gehabt, was sie das gesehen haben, weil, ja. Mhm. Beides, spannende Sache. Beides zeigt eigentlich eine Ausweitung von ihrem Territorium. Ja, Nagasaki. Auch krass. Ja, das Cover von einem Time Magazine war das mal, glaube ich. Das sind, glaube ich, alles Cover von Time Magazines. Ja. Weil es ist ja von Time gemacht, die ganze Website. Das ist auch etwas, wo... Ich meine, an das mag ich mich nicht erinnern, und trotzdem kenne ich das Bild. Das finde ich schon recht krass. Also wir sind extrem bildlich geprägt, eigentlich. Das Krasse an diesem Bild ist, ja, dass das aus dem gleichen Flugzeug, glaub, gemacht worden ist, wie die Bomben abgeworfen hat. Ah ja, das habe ich nicht gewusst. Und das ist jetzt Nagasaki. Ja. Yeah. Dann ist es ja schon die zweite Bombe, oder? Die erste war Hiroshima. Yes. Hiroshima. Ich glaube, dort mal hat man trotzdem noch nicht so genau gewusst. Vor allem war so ein anderer Typ von Sprengkopf. Wie sieht es eigentlich aus, so mit den Druckwellen? Kommt das Flugzeug, wie viel Abstand muss es nehmen, damit es wieder in Safety wegkommt? Ist. Und das wegen der Strahlung, das hat man, glaube ich, überhaupt gar noch nicht, das haben wir gar noch nicht darüber nachgedacht. Mm. Ist ja so schnell gegangen. Darum ist eigentlich, ja. Ja, ist schon crazy, ja. Wird, glaube ich, auch eine kleine Dosis abbekommen haben. So. Ziemlich sicher. Aha. The Beatles. Eben, das sind genau so die Bilder, oder? Da frage ich mich so, wäre die so gehypt worden ohne Fotografie? Weil früher hast du ja wirklich eigentlich kommuniziert über Zeitungen und über Music Magazines und so, oder? Ich meine, das ist alles noch weit vor MTV. MTV übrigens. Hast du gewusst, dass das erste Video, das gespielt worden ist auf MTV, Video Killed the Radio Star war? Ja. Letztens habe ich geschaut, kannst die allererste Vorstellung, die ersten irgendwie 2-3 Minuten vom Music-Sender kannst du auf YouTube schauen, ist noch lustig. Ja. Und das da ist eins von meinen absoluten Lieblingsbilder. 1965. Der Tyson wäre schon ein bisschen alt jetzt. Der Muhammad Ali, der da triumphiert, das finde ich so ein geiles Bild. Das ist einfach perfekt. Das Licht ist geil, die Pose ist geil, die Aussage ist geil. Crazy, oder? Der erste Mensch auf dem Mond. Wie ist der Spruch gegangen? It's a small step for man. Nein, wie? Hat sicher die Audiodatei unten durch, nicht? Small step for me, big step for humans. Oder wie ist das gegangen? Irgendwie so. Ich weiß es nicht mehr. Big leap for mankind, glaube ich. Ja. Also das sind ja jetzt die Fotos, wo ja heute noch darüber diskutiert wird, ob das wirklich wahr ist oder nicht, oder? Wenn man diesen schönen Verschwörungstheorien glaubt. Apropos Verschwörungstheorien, da müssen ja sicher auch 9-11 Fotos kommen, oder? Falling Man. Yeah. Auch sehr crazy. Auch da wieder eher Katastrophe, wieder... Und wieder mega Symbolkraft, und dann sieht es eben auch noch mega stylisch aus, muss man einfach sagen, so mit diesen Linien im Hintergrund. Das hat so etwas von Geschwindigkeit und ja. Also für die, die das jetzt nicht wissen, das ist einer, der zum World Trade Center ausspringt. Genau, das World Trade Center im Hintergrund. Bevor es collapsed und... Oder ja, der wäre wahrscheinlich sonst irgendwie verbrannt. Übrigens habe ich gerade gestern einen Doc gesehen wegen dem, dass die offiziellen Berichte eben doch falsch sind. Wegen was?
wieso das Türme eingestürzt sind. Der offizielle Bericht sagt, ja, die Isolation von der Eisenträger, die sei quasi mit dem Flugzeug abgesplittert, oder? Und darum sei es so schnell gegangen. Was allerdings, also es ist nicht richtig, dass Sprengstoff drin war, sondern essentiell war es, dass der Flüger aus 30 Tonnen Aluminium gemacht war. Mhm. Und das Aluminium anscheinend, wenn es extrem heiß wird, also ab 500 Grad fängt es an zu schmelzen, mhm. Und bei etwa 800, 900 oder 1000 Grad ist es dann wirklich ganz, ganz, also super flüssig und wie Lava, weißt du, so mhm. mega hell, gell? Das ist Lava. Genau. Und mhm. ab dann bin ich da drauf. Hast du schon etwas? Nein, du kannst gerne. Nein, ich habe noch nicht. Und dass das in Zusammenhang mit Wasser führt zu Explosionen. Und weil das nachher überall hingelaufen ist, in den unteren Stockwerk, hat es dann quasi, und dort überall ja ein bisschen Wasser vorhanden ist, im Beton, in den Büromöbeln und weiss was ich was, hat es dann quasi wie miteinander gesprengt. Mhm. Und dann ist es eingefallen wie bei einer kontrollierten Sprengung. Das sind jetzt die allerneuesten. Und das macht noch einigermaßen Sinn. Ja, ich weiß nicht. Für mich macht das irgendwie immer noch wenig Sinn, wenn man auch so viel später noch keine wirkliche Begründung hat, wieso das passiert ist. Das ist ein bisschen wie das Kennedy-Attentat, wo man auch immer noch nicht recht weiss. So. Gut, aber dort weiss man es nicht, weil die Regierung einfach ja, nicht will wissen. 2014, das Selfie. Jetzt sind wir in der Selfie-Nation angekommen. Ah, look, Brangelina! Ja. Und Julia Roberts. Nein. Ja, doch. Ist es? Ja. Und irgendein Typ ganz links, den ich nicht kenne. Aber ist schon krass, he? Jetzt sind wir also von... Dass das so um die Welt gegangen ist, das Selfie, finde ich crazy, nicht? Ich finde es mega doof. Ich habe es mega doof gefunden. Ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Okay, es so. Ist ein Selfie, aber ja. Ja, ja. Einfach mit einem Haufen Hollywood-Stars oder Stars überhaupt. Und ja. Du. Das ist eigentlich auch noch lustig. Es zeigt, wie der Stellenwert das Unterhaltung hat im Vergleich zu Information mittlerweile. Mhm. Ja. Sag nicht, das ist jetzt wirklich so ein Shift von zuerst von Dokumentation, ein bisschen Kunst, sind wir nachher über Krieg und dann so langsam zu Entertainment. Es ist schon ein Medium, das auch in der heutigen Zeit noch brutal auch kann genutzt werden kann, für zum Beeinflussen, oder? Ja, und grundsätzlich kann man sagen, je spektakulärer oder je mehr Symbolkraft das etwas hat, desto mehr brennt es sich ein. Also so ein Babyfoto, wenn es jetzt irgendwie, weiß auch nicht, ein Prinz oder so ist, weiß ich nicht, aber ich weiß immer noch, wie zum Beispiel die Limousine ausgesehen hat, wo die Lady Di drin umgekommen ist, und da die Alpha Jet, oder Alpha Jet. Ja. Ist sie auch gestorben? Ich weiß gar nicht. Das weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich glaube, generell hat Kultur und Gesellschaft schon sehr viel der Fotografie zu verdanken. Und auch umgekehrt. Das ist so ein bisschen, es geht so ein bisschen Hand in Hand. Ja. Alles, was Beeinflussung angeht, ist natürlich eher der Einfluss von der Fotografie auf Kultur. Und handherum leistet Fotografie auch an der, für Kultur einen Dienst, in dem es dokumentiert wird, oder? Grossen dokumentarischen Wert, mal abgesehen von den Selfies. Ja, und ich habe jetzt zuerst noch damit gehadert, irgendwie und Fotografie auch noch überhaupt quasi Bilder zu nehmen, wie Video und Film. Und ich glaube, man kann das immer noch unterscheiden, weil einfach Film und Video sind halt einfach ein anderes Medium und ein Foto ist so etwas, eben das kannst du schnell anschauen. Bei einem Video ist es dann bereits so, ja, schau da, 2 Minuten, da hast du schon ganz eine andere Aufmerksamkeit, oder? In einem Foto kannst du dich einfach mal so schnell vertiefen,
du siehst, dass es schockt, bam, du bist drin. Bei einem Video, ja, musst du halt immer noch mitverfolgen, was passiert, und je nachdem kannst du dich abpacken, aber es hat irgendwie nicht so den Effekt, es hat nicht so viel Punch, also ja, immer noch nicht, obwohl es irgendwie das bessere, also wie soll ich sagen, ja, doch das modernere Medium ist. Fotografie nach wie vor irgendwie. Das heisst, Fotografie ist gross und wird gross bleiben? Fotografie ist für mich so ein bisschen wie eine Überschrift. Weißt du, so. Gross, bam, und dick, Fotografie. Zack. Da siehst du, was du hast. Nimm. Also, wenn euch das weiterhin interessiert, geht mal auf die Seite. Ich verlinke euch die Website. Mhm. Sehr spannend, vor allem eben, es gibt zu jedem Foto eine Erklärung, und ich finde es auch cool gemacht mit dieser Timeline. Gear of the Podcast haben wir, glaube ich, nichts. Oder du hast etwas? Also ich hätte zwar etwas, aber ich habe es nicht dabei, weil es ist erst gerade heute gekommen und ich konnte noch nicht recht damit umspielen, und darum kein so, Gear of the Podcast. Willst du es anteasern? Ich kann es anteasern. Ich habe mir einen Gimbal gekauft. Wird es in Zukunft ein Dings geben? Ein Bums? Erfolg drüber? Nein, also drüber innen nicht. Aber Gear of the Podcast kann man schon mal machen. Okay. Wieso nicht? Gimbal Podcast. Ich habe letztens einen Film gesehen, wo ich mega cool fand. Wirklich... Was für eine Überleitung! Nein, und zwar kommt er im Dezember raus und er heisst Loving Vincent. Und er geht um den Vincent van Gogh. Also seine... Eigentlich seine letzten Tage, aber aus Sicht von einem, der quasi nachforscht, wieso dass er gestorben ist oder wieso dass er sich das Leben genommen hat und ob das überhaupt so sein könnte. Und das Besondere an diesem Film ist eben, es ist ein Animationsfilm. Es ist zwar teilweise gedreht worden wie normale Szenen, aber nachher Picture by Picture als Ölgemälde gemalt. Fließarbeit. Natürlich nicht jedes Bild einzeln nochmal komplett gemalt, sondern für jede Szene oder für jede Einstellung ein Hauptbild und dann das Hauptbild immer wieder übermalt. Und darum gibt es jetzt, glaube ich, nur noch irgendwie 5'000 oder 15'000 von diesen Bildern. Lass mich raten, die kann man kaufen für relativ wenig Geld, wenn man es will. Man kann es kaufen, ja. Man kann es tatsächlich kaufen. Ich weiß nicht. Geht denn der Film lang? Ja, der geht doch 1,5 oder sogar 2 Stunden. Ja. Okay, krass. Und ich habe jetzt aber nicht langweilig gefunden. Also so, ja, ich bin überrascht gewesen. Ich habe nicht gedacht, so, ja, der geht wahrscheinlich 30 Minuten. Das ist so ein Kunstprojekt. Ich muss sagen, er ist sehr gut, auch storytechnisch. Und die Schauspieler auch. Also, es hat Schauspieler, darum Oscar-verdächtig. Okay. Also, ein Tipp. Wie heißt das Ding? Loving Vincent. Loving Vincent. Ja, spannend. Ich kann ja. Du kannst ja. Gibt es einen Trailer? Natürlich. Yeah, bam, hau den Trailer raus. Oh, sieht cool aus. Das ist crazy viel Arbeit, ne? Ja. Aber da haben sicher nicht nur einen Künstler dran gemalt, da haben ja X. 120 oder so. Ja. Das ist in Kooperation, glaube ich, mit mehreren Kunsthochschulen und so. Wo dann ihre Kunststudenten verdammt haben, um da mitmachen oder so. Stelle ich mir vor. Ist auf jeden Fall eine coole Idee. Mit einem Budget von, glaube ich, 5 Millionen Euro. Was ja nichts ist für Hollywood-Standards. Ja, das ist gerade für so etwas. Also in Hollywood hat es 10-fache gekostet. Krass. Nice. Zack.
Bam! Das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen von dieser... Schon sind wir am Ende. Ja, yeah. Ich hoffe, es hat gefallen. Ja, ich hoffe auch. Und sonst, euer Feedback ist unsere Aufgabe. Und eure Likes sind unser Kapital. Und unser Selbstvertrauen. Müssen wir aufbauen? Eben. Liken, share, nochmal liken, neue Account erstellen, liken und wieder rein schauen, wenn es wieder heisst. Fotografiestammtisch.ch. Tschüss zusammen.